Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Ages Medieval. Ich grüße euch alle da draußen. Wir gehen gerade ein bisschen nach Arda. Ein bisschen auf die Stadt Arda los. Hat die was zu essen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Es wird mich gerade gar nichts angezeigt. Na, mal kurz. Das müsste aber eigentlich angezeigt werden. Die haben eigentlich nichts zu essen. Wir schicken alle nach wir kommen. Arda weiter hoch. Niemand hält uns auf. Wir kommen. Wir schicken alles da hoch. Da müsste irgendwo der eine schwindelige Händler unterwegs sein, der jetzt momentan die Karte oder die Route des Bösen auf ewig hat. Der müsste nämlich jetzt hier unten erstmal anschließen können. Weil der hat eh schon sehr viel mitzunehmen und dann kann er das auch noch gleich machen. So, und die kriegen jetzt erstmal anständige Mauern, damit die auch irgendwas durchhalten, wenn sie eh schon kämpfen müssen. Weil eine Stadt ohne Mauer ist natürlich für uns ein super einfaches, leichtes, gefundenes Fressen. Das macht sich natürlich hervorragend in unserer Kriegsplanung, weil die überrennen wir halt einfach innerhalb von ein paar Sekunden im Prinzip. So, hier ist schon knallevoll. Der wird gerade aufgebaut und hat aber auch schon eine Überproduktion am Laufen. Der müsste jetzt mit ordentlich Waren runterfahren, genau. Jetzt wird auch mal so eine Stadt richtig heftig angeschlossen. Genau. Truppenmäßig schaut es schon ganz gut aus. Unsere Truppen werden dauerhaft stärker. 53.000, die müssen jetzt erstmal ein bisschen ausharren. Ja, wir müssen auch ein bisschen Zeit haben, hier weiter zu reisen mit unseren Truppen. Und der kriegt aber jetzt gleich mal den Auftrag, Karren zu bauen. So. Weil da unten werden wir mit Sicherheit auch nochmal einen eigenen Händler brauchen. Viel ist allerdings nicht mehr von seinem Imperium übrig. Wie gesagt, den hier holen wir uns als nächstes. Das ist mit Sicherheit eine ganz kurze Runde. Da können wir hier ein paar Mal anschließen und dann ist die Sache fertig. Der blaue ist auch noch unser Ziel. Den werden wir ein bisschen brauchen, weil da haben wir auch noch keine Ahnung, wo der seine Hauptstadt stehen hat. Aber ich vermute auch mal irgendwo hier so im Bereich um das ägyptische Festland vielleicht. Das müsste hier ungefähr sein. Hier. Denke ich mal, da ist er irgendwo. Dann gehört uns die ganze Ecke. Der ist jetzt nur noch dann ein kleiner kläglicher Rest, weil dann gehört uns, wie gesagt, sein ganzes Reich hier. Und das ist ja wirklich ein Witz am Einnehmen für uns zumindest. Aber das gucken wir dann mal. Das ist so eine Sache, die werden wir uns erstmal anschauen, wenn es dann soweit ist. Jetzt im Augenblick haben wir noch ganz andere Sorgen. Wir wollen nämlich hier in den Süden vorwandern und der hat hier Wein, was auch ganz, ganz angenehm ist für uns. Ich guck mal gerade, ob wir einen Speer ausbilden könnten. Das geht leider nicht. Okay, aber hier wird es schon überall ein bisschen besser mit unserem Depot. Das können wir zum Glück gleich weiter ausbauen. Hier ist noch nicht fertig, das macht aber nichts. So. Okay, lass mal alles hier laufen. Der ist mit seinen 4200 Wareneinheiten natürlich auch ganz, ganz gut dabei. Ist guter Dinge. Na, schauen wir mal. Ah, das macht er schon. Das macht er schon. Ich habe allerhöchstes Vertrauen in den guten Mann. Das wird schon. Und dann gehen wir jetzt dann mal lockerst flockig auf unser Nachbarn los. Weil die Stadt hat jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Zeit gehabt. Die produziert Gewinne.
Die hatten ein relativ solides System hier. Hier werden Waren gehandelt. Also da ist mittlerweile schon Ruhe eingekehrt. Das Einzige, was halt noch ein bisschen unruhig ist, dass hier noch Bauwaren fehlen. Aber das sind so die letzten Auszüge. Ja, das wird halt momentan alles durch Kappern zum Beispiel weggefischt. Die Stadt ist ja voll im Aufbau begriffen. Und da wird natürlich auch ganz viel angefragt an Bauwaren, weil die Stadt muss ja auch ein bisschen wachsen. Gerade Bauwaren, wird hier Bier irgendwo, wahrscheinlich überall Bier hergestellt, das ist gerade ganz ungünstig. Tücher werden auch, Kleidung wird wenig hergestellt. Machen wir hier mal die Kleidung raus. Machen die Kleidung ganz raus und stellen dafür hier Prunk her. Weil das wird hier noch nirgendwo hergestellt, soweit ich das sehe. Außer, na, hier oben, aber das ist jetzt halb so wild. Das ist hier unten relativ selten. Genau. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen, wir stellen hier nochmal ein bisschen Salz her. Sollte auch passen. Ja, passt noch. Brot und Bier ist auch so eine Sache. Kann man auch mal machen. Die ist auch gut, da können wir aber auch mehr produzieren, einfach damit die Händler mal ein bisschen was mitnehmen können. Holz ist immer gut, kann man auch mehr haben hier unten. Das schaut auch gut aus. Ja, das kann man so lassen, glaube ich. Ich würde sagen, unsere Truppe ist soweit. Wir kommen! Wir starten den nächsten Großangriff. Gegen den er komischerweise nichts tut, ne? Hat er nichts mehr? Da kam er wieder mit so ein paar Truppen raus, aber im Großen und Ganzen viel kämpfen tut er jetzt da nicht. Also. Das wird heftig! So. Truppe ist auf der Flucht. Ziel nicht erreichbar. Ja, das macht jetzt gerade nichts. Du stellst mal bitte hier. Oder hier. Ist eigentlich egal, einen Händler her. Die Stadt ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir kommen! Dann wird es gleich Zeit für die nächste Stadt. Oder die nächste Stadt, den nächsten Stadtverbund, besser gesagt. Dann können wir nämlich hier einen schönen Fünferpool aufbauen. Ich bin gespannt, ob wir das so hinbekommen. Tigrit hier unten, das wäre natürlich noch viel cooler, wenn wir das gleich noch mitnehmen könnten. Okay. Wir kommen! Guck mal, die Versorgung hängt trotzdem alles hier oben. Was mir jetzt sehr, 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 sehr entgegenkommt. Und jetzt sehen wir hier seine Hauptstadt. Wir haben sie gefunden. Endlich, meine Lieben. Endlich haben wir sie gefunden. Diese Miststadt. Das wird heftig. So, pass auf. Wenn wir die erobert haben, ziehen wir uns sofort zurück. Niemand schießt uns die Stadt auf. Komplett erstmal an. Weil das ist jetzt alles schwierig. Die Städte müssen natürlich sofort versorgt werden. Route aktiviert. Und brauchen erstmal überhaupt was zu essen und so weiter. Das muss alles jetzt erstmal laufen. Kann natürlich auch gerne ein paar mehr Karren haben. So, zack, mit dir los.
So, dann müssen wir dann natürlich erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen ordentlich was zusammenfuttern. Mauern aufbauen. Mauern verbessern. Das ist unser erstes orientalisches, unsere erste orientalische Stadt hier. Haben wir auch so noch nie gehabt bisher. Das ist unsere erste orientalische Stadt, die wir bisher besetzen. Weil bisher die hier war noch typisch westlich oder abendländisch, möchte man meinen. Ja, aber hier unten, das ist die erste orientalische Stadt, die wir besitzen. Hier oben wird belagert. Wo sind unsere Truppen? Bahn frei! Niemand hält uns auf! Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Wir müssen unsere Truppen dummerweise erst sammeln. Uns reicht's! Das kann sein, dass... Oh, wir haben die Stadt angeblich verloren. Was aber jetzt halb so wild ist, die holen wir uns gleich zurück. Niemand hält uns auf! Die Stadt gehört uns und die werden wir auch sofort wieder zurückerobern. Uns reicht's! Das wird heftig! Bahn frei! Boah, die drängen uns voll mega zurück! Was ist da passiert? Also mal kurz einen Truppencheck. Die haben uns megast aus dem Leben gebombt. Also, was haben wir hier dabei? Wir haben Armbrustschützenpaar dabei. Reiter. Wir haben sau viele Bogenschützen, aber sehr, sehr wenig Nahkämpfer. Stellen wir hier mal ein paar Schwertkämpfer noch hinterher. Alter Schwede, wie stark ist denn der Blaue? Okay, jetzt geht er mit vielen Truppen hier weg. Das ist schon mal eine gute Sache. Der soll sich ruhig ein bisschen davon zurückziehen. Wir frischen in der Zwischenzeit unsere Truppen auf. Die sind nämlich alle ziemlich von dem Marsch ziemlich eingeschüchtert. Wir müssen unbedingt beide Kriege aufhören. Wir haben hier unten so viel Action. Das darf alles nicht auf Dauer nicht so bleiben. Auf geht's! So, wir lassen das hier unten mal laufen. Teheran und so weiter. Das ist... Jetzt greift ihr die nächste Stadt an, oder was? Bahn frei! Das können wir aber beenden. Niemand hält uns auf! Das können wir beenden, zum Glück. Und los geht's! Wir müssen unsere Truppen trotzdem sammeln und vor allen Dingen dringendst auffrischen. Das können wir fast nur schaffen, indem wir hier ein bisschen aufbauen. Weil wir müssen den Oh, dass wir da jetzt hier eine Stadt verlieren, ist natürlich sowas von ärgerlich. Ich meine, wir könnten hier locker flockig vorrücken. Und könnten schönstens hier mit ein paar Städten Umweg. Ich hätte halt ganz gern Teheran eingenommen und wäre dann gleich nach Terbis. Dann hätten wir den ganzen Krieg hier beendet. Dann wäre das alles unseres gewesen. Aber der Blaue macht uns das Leben schwer. Und bis wir dem seine Hauptstadt finden, das dauert. Und vor allem ist der richtig stark. Der hat unsere Truppe jetzt gerade ganz, ganz massiv in Bedrängnis gebracht. Natürlich war sie jetzt durch den Marsch auch ziemlich aufgewühlt. Aber wir holen uns die Stadt wieder. Wir holen uns die Stadt wieder und dann gehen wir hier massiv vor. Dann holen wir uns seine Städte halt auch gleich mit. Und versuchen hier gleich eine Bresche reinzuschlagen. Dann werden wir das zurückholen, hier rüber gehen. Von hier rüber nach da unten. Gucken, ob wir da rüber kommen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht hier noch rein. Und dann gucken, dass wir hier gleich den Weg schlagen. Ist jetzt total unglücklich, weil es halt echt unnötig ist. Aber wir müssen hier durchkommen. Wir müssen es hier schaffen, dass wir da durchkommen. Aber dass uns natürlich jetzt unsere eine Stadt hier völlig weggerissen wurde, das darf natürlich auf Dauer so nicht sein. Oh, Spießgesellen gibt es auch noch hinterher. Jetzt mal hier ein bisschen aufbauen.
Ja gut, Schwertkämpfer haben wir schon ganz schön viele eigentlich da. Reiterkrieger, Ritter. Ritter sind halt auch ganz gut dabei. Spießgesellen sind ganz gut dabei. Pikiniere sind weniger viele. Landwehr. Wie viele Bilden sind noch da? 6 Bilden sind noch da. Das ist natürlich auch wenig. Da sollten wir auch mit Sicherheit nochmal einen Sack voll Bilden bauen. Die Stadt überrennen wir einfach. Also sobald ich wieder ungefähr 60.000 Mann zusammen habe, dann überrennen wir die Stadt einfach. Bis dahin sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.